Hey, willkommen zurück zu Tomb Raider 3 im Level Absturzstelle. Muss zugeben, ich habe gerade in meiner Pause, ich nehme jetzt gerade wieder mehrere Folgen am Stück aus, mal was ausprobiert. Und es klappt tatsächlich. Und zwar, ich habe die ganze Zeit gemeint, oh, da oben müsste man doch hinkommen. Und ich hatte ja irgendwie den Gedanken, dass ich da was habe durchscheinen sehen. Und tatsächlich kann man, wenn man hier ein bisschen schräg springt, sich hier an der Kante festhalten. Und hat hier ein Geheimnis. Das heißt, der Gedanke war gar nicht so verkehrt. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt hier das Geheimnis gefunden habe. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch heile wieder runterkommen. Beziehungsweise wir hatten ja beim letzten Mal da drüben Stopp gemacht und ich denke, man müsste da drüben noch hinspringen können. Das sieht nämlich so aus, als wäre da noch irgendwie eine Ecke. Vielleicht ist da ja auch der Rückweg. Okay, hier liegt zumindest ein Medipack, das ist schon mal gut. Und ansonsten. Warte mal, kann man hier vielleicht runterklettern? Nee, es sieht auch ziemlich tief aus. Ich müsste doch jetzt theoretisch einfach ins Wasser springen können, oder? Weil die Piranhas sind ja jetzt sozusagen beschäftigt. Ich probiere das jetzt einfach mal. Mit einem ganz schönen Sprung. Vielleicht klappt das ja. Dann kann ich vor dem Typen da auch noch so ein bisschen angeben. Tatsache. So, das heißt, wir sind jetzt hier im Wasser. Die Piranhas haben kein Interesse mehr an uns. Finde ich irgendwie auch ganz cool gelöst, so mit dem, dass man den Dino da jetzt irgendwie reinschießen muss. Und hier unten war, genau, hier war noch ein Hebel. Wir haben jetzt tatsächlich alle drei Geheimnisse, ne? Drei waren es ja auch nur. Genau, 1 Stunde 3. Mal gucken, was hier noch so sich findet. Hier scheint aber unter Wasser bis auf den Hebel soweit nichts zu sein. Und genau, hier ist ja auch noch die komplett andere Seite. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal den Hebel. Und vielleicht zeigt uns das Spiel ja an, was dahin hier passiert. Nee, leider nicht. Irgendwas aufgegangen? Nein, die Brücke ist auch. Oh, okay. Die Brücke klappt da irgendwie zusammen. Können wir denn jetzt hier irgendwie hoch? Ah ja, da drüben, da ist eine Stelle frei. Oha, hier kommt schon wieder. Oha, Moment. Wir können dafür doch mal. Warte mal, welche Waffe nehmen wir denn dafür? Die hat keine Munition mehr. Ich probiere mal hier mit. Nur mal so spaßeshalber. Ich will nur mal gucken, ob die daran. Hä? Kann der nochmal herkommen? Okay, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht, außer dass ich von dem Viech verletzt wurde. Warte mal, kann ich nicht hier theoretisch in Wasser die Harpune nehmen? Ich meine, wir sind davon, dass die. Hä, treffe ich den überhaupt nicht? Doch. Wenn es jetzt nur ein Dino ist, dann könnte man ja sogar tatsächlich überlegen, ob das irgendwie Sinn ergibt, den so zu töten. Aber ich befürchte mal, dass das nicht so zielführend ist. Deswegen habe ich jetzt mal wieder die normalen ausgewählt. Okay, so. Der ist auf jeden Fall schon mal hin. Der kam da irgendwo raus. Ich habe irgendwie den bösen Verdacht, dass er nicht alleine dort gewesen ist. Warte mal, lass uns mal eben hier speichern.
jetzt nochmal die MP5. Darin ist es so dunkel. Und diese Gitter, die gehen auch bestimmt wieder zu. Warte mal, ich will mal eine Fackel da reinschmeißen. Natürlich. Okay. War das nur einer? Hier ist es so verdammt dunkel drin, ne? Okay, das bringt jetzt hier gar nicht viel. Ach, guck mal, hier sind Hebel. Oder ein Hebel ist hier. Hier ist noch einer. Hier ist der Dino. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass hier wahrscheinlich gleich noch neue kommen werden. Sobald wir den Hebel gedrückt haben. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass... halt, Moment. Ich meine, gut, dass Lara im Dunkeln sehen kann. Ah, jetzt ist da hinten zumindest das Ding wieder offen. Das wäre schon mal gut. Müssen wir jetzt alle vier Hebel hier drücken? Sag mal, kann ich hier ohne Waffe, ohne... Was hier? Okay, dann nehmen wir mal wieder die Maschinenpistole. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die richtige habe. Na, wo ist er? Ist hier einer? Nee, man hört zumindest nichts. Okay, gönnen wir uns nochmal den Luxus einer Fackel. Und schmeißen die hier auch nochmal hin. Ja. Rechts mir hier langsam. So. So macht man Dino-Ragout. Hier läuft noch irgendwas. Ist das ein... Ist das ein Typ oder ist das ein Dino? Da hinten liegt jemand. Okay. Ah, hier liegt nochmal ein Schlüssel. Okay, eigentlich ist diese Waffe für diesen Dino viel zu übertrieben. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Okay, wir haben jetzt Commander Bishops Schlüssel und Leutnant, ich schätze mal, dass das Leutnant heißt, Leutnant Tuckermans Schlüssel. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück zum Flugzeug. Vermute ich jetzt einfach mal. Und dort die beiden Dinger einsetzen. Man konnte da ja auch noch irgendwo runtergehen. Und ich meine, eine andere Waffe hier nehmen, das ist ja völlig übertrieben. 611. Aber nehmen wir nochmal diese hier. Auch wenn die auch in der Nähe natürlich jetzt nicht so gut funktioniert, aber immerhin, sie kann damit theoretisch auch in der Bewegung schießen. Wo ist denn der Typ jetzt hier eigentlich hin? Ist der weggelaufen? Was ist das hier eigentlich für eine sinnlose Brücke? Na gut,
Wir haben alle drei Geheimnisse. Wir haben diesen Bereich hier soweit abgeschnitten. Vielleicht sollen wir nochmal speichern. Und gehen jetzt wieder zum Flugzeug zurück. Und da müssen wir... Ja, ach, da ist er hinten. Ja, der ist rausgegangen. Dem wurde das wahrscheinlich auch zu blöd da. Wir müssen jetzt ja irgendwie wieder da oben drauf kommen, ne? Da ist jetzt halt die Frage, wie wir das am besten machen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt wenig Lust, wieder hier diesen Abenteuerweg da lang zu latschen. Können wir da oben eigentlich hin? Was sollen wir da, ne? Wir hatten ja das eine Mal hier diesen komischen Rückweg, der irgendwie gefühlt nichts gebracht hat. Auf jeden Fall können wir hier hin. Halt, Moment. So. Hier kommen wir jetzt hoch. Und vielleicht kann ich, wenn ich hier schräg... Also wenn ich mich selber auch so schräg hinstelle... Nee, sie greift da nicht nach der Kante. Ah, das ist echt doof. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich vielleicht hier einfach problemlos hochkomme. Komme ich denn da drüben irgendwie hin? Oder komme ich, indem ich hier oben lang hangle, irgendwo? Nee, warte mal, das musste man so, ne? Genau. Schauen, ob wir hier vielleicht irgendwie hochkommen. Aus Flugzeug. Da sind wir ja wirklich ganz sinnvoll. Hier ist es rutschig. So, wir kommen hier da wieder hin, aber kommen von da aus Flugzeug. Das war mir nicht ganz klar. Aber wir wissen, wie sich auftut. Man kann von da aus rüberspringen. Aber wir können wieder da oben. Da müssen wir zurück. Da kommt da aus. Ne, das funktioniert nicht. Spiel laden. Also richtig verstehen, warum ich jetzt von da drüben, weil ich von da drüben aus. Man kann da aus dem Flugzeug springen. Das ist auf die zweite Seite, oder? Jetzt sind wir wieder. Komm ich schon wieder aus dem Zeug? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich komme höchstens. Ja, ich glaube, ich bin alles viel zu weit. Ich probiere mal nicht so schnell, ich glaube nicht, dass das, Nee. Aber, ich will mal reinpressen. Wenn ich den mal nach links gehe, ob das vielleicht klappt. Nicht vielleicht in die Richtung mehr springen. Nee. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein Einstieg, dass man da vielleicht landen kann, also stehen kann. Und zwar... Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hingucke. Nee, oder mache ich. Mann. Mir fehlt jetzt gerade noch so der erhellende Gedanke. Wir müssen noch einmal ein bisschen weiter nach links, also nach rechts, hier hin. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir nochmal runter. Da muss ja irgendwo noch ein... Nee. Ich meine, hier sieht es ja so aus, als könnte man hier theoretisch hin, ne? Was meint man hier? Ich meine, da rutscht sie runter. Das ist halt blöd. Hier irgendwo. Warte mal, kann ich. Ich habe eine Idee. Die vielleicht. Nee, das ist zu weit unten. Weil hier sieht es ja ziemlich gerade aus, ne? Da könnte ich doch theoretisch drauf. Ich muss nur irgendwie einen Zugangspunkt finden. Von wo aus ich da drauf springen kann. Hangeln bringt. Oder kann ich mich da doch irgendwie hangeln und dann da drauf stehen? Denn wir konnten ja hier an der einen Stelle. Konnten wir uns ja hangeln. Vielleicht kann ich ja doch hier irgendwo stehen. Wir testen das jetzt einfach mal. Ob sie hier vielleicht irgendwie stehen kann. Tatsache, es geht. Super, okay. Dann müssen wir jetzt hier nur noch rein. Ich speichere nochmal. Kein neuer Dino hier drin. Oder hier unten. Wieso höre ich denn so laut Schritte? Oder ist das der Typ, der draußen rumläuft? Ich meine, die haben das ja gerne so an sich, die Typen hier bei Tomb Raider. Die irgendwie 100 Meter weit weglaufen, dass die so laut sind, wie so ein Elefant. No.
Okay, dann eben der Schlüssel, der komplett genau gleich aussieht, aber es muss hier alles seine Richtigkeit haben. Okay, hier ist jetzt Licht an. Kann ich jetzt hier auch fliegen? Nee, ich kann nicht mal weiterlaufen. Ich gehe mal einfach davon aus, dass hier neue Feinde aufgetaucht sind. Ich gehe jetzt mal hier unten hin, da war ja beim letzten Mal diese komische Rakete oder was es gewesen ist, diese Waffe. Guck mal, die Tür ist jetzt hier hinten auf. Die war beim letzten Mal noch zu. Hier ist ein Hebel. Speicher nochmal hier. Oha, mal gucken, was jetzt passiert. Hä? Guck mal, das Ding ist rausgefahren. Kann ich das jetzt benutzen? Tatsache. Oha. Oh, jetzt habe ich den Typen weggebombt. Das tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht. Wow. Hallo, lauf mal für meine. Eine witzige Idee hier. Wenn das so nah ist, deswegen, dass der Dino zwar getötet wird, aber sie halt gar keinen Schaden davon nimmt. Hier nur die Midi-Pack nehmen. Ich nehme mal ein kleines. Ich habe da oben die Wand weggebombt. Sind jetzt alle weg? Mal, kann ich hier noch mehr weg? Ah, Ende, okay. Okay, das war sehr interessant, das war sehr spaßig. Ich habe jetzt leider hier noch einen Typen getötet. Das wollte ich überhaupt nicht. Das heißt, alle Männer, die ich hätte an die Nordküste bringen sollen, sind jetzt, glaube ich, einfach alle tot. Teilweise durch mich verschuldet, teilweise von den Dinos. Ach, guck mal, hier waren wir doch schon mal. Aha, das ist ja cool, dass man hier sozusagen eine Wand hätte, aber wie hätte man das sehen sollen, wenn man das nicht zufällig oder versehentlich kaputt macht? Okay, auf jeden Fall können wir oben noch mal ein bisschen was einsammeln. Können wir gut brauchen. Medipack können wir auch immer gut brauchen. Den sollten wir hier erstmal speichern.
Ich nehme jetzt mal den obersten. So, bin ich ja mal gespannt. Vielleicht ist das Level jetzt ja auch gleich vorbei. Ich meine, wir haben alle Geheimnisse. Ah. Uka Chaka, du haben Glück, dass ich heute fasten. Du seid schön fleißiges Stock. Du vergisst, dass ich vielleicht selbst Appetit habe. Ja, regelrecht ausgehungert bin. Warum sind deine Vorfahren überhaupt aus der Antarktis geflüchtet? Oh, Goma Goma, boser Ort. Viel Fleisch, aber Preis sein zu hoch. Boses, zerhacken. Sechster Anführer, Maoki. Ohne Gesicht geboren. Furchtbare Stürme. Männer Angst. Liefen weg. Land mit Maokis Fluch. Heute gehen keiner mehr dorthin. Aber ihr betet es noch an? Weißer Bursche kam später. Mit magischem Goma-Goma-Stein. In einem Tag feiern wir sein Tod. Das Smythe-Fest. Einer von Darwins Matrosen. Der arme Tabby. Wo ist der Stein jetzt? Wer dich Kiel holen, haben Glück, stramme Seemannsbraut. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, super Abschluss für das Level. Wir haben ein nettes Video gesehen. Da ging es ein bisschen um die Geschichte von diesen Artefakten. Da sucht Lara jetzt ja gerade auch noch das dritte. Wir haben ja jetzt schon zwei Stück. Ja, alle drei Geheimnisse, 1 Stunde 22. Verballerte Munition 1216. Ich schieße echt viel daneben, ne? 250, das ist nicht wenig. Joa, damit sind wir auch in diesem Level, mit dem Level durch. Und machen dann im nächsten Level, beim nächsten Mal weiter. Ich gehe nochmal ganz kurz da rein. Genau, und zwar sehen wir uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Ich nehme mal den nächsten Speicherstand. Im Level Madubo-Schlucht. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.